Wenn es mal so einfach wäre, dass man gehört wird, dass man nur eine kleine Leiter, 5 Stufen raufgeht und zack geht's los. Aber in Deutschland ist das anders. Wenn man eine kritische Partei ist, wenn man hält, was man verspricht, wenn man sagt, Politik geht anders, nämlich anständig, dann wird's echt ernst und schwierig. Dann kommt man natürlich in diese Wahlkampfberichterstattung hinein und sehr interessant, wie das dann geht. Da melden sich also so öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten. Ich sage immer, die sind eigentlich privat-unrechtlich, wenn man es genau sieht. Denn die tun ja nicht, was sie sollen, nämlich richtig informieren. Stattdessen machen sie, was gewollt ist. Die zeigen ihnen nur, was sie wissen dürfen. Nicht das, was Tatsache ist. So geht das bei denen. Und dann wollen die also ein Interview machen mit irgendwem von uns. Und das wollen sie auch alleine kommentieren. Und da ist man gar nicht mehr Herr seines eigenen Gesichts. Und das macht nebenbei gesagt auch nicht die Bundesregierung, das machen auch nicht die großen Parteien. Da wagen die gar nicht, irgendwelchen Unsinn anzuzetteln mit einem Interview, das sie vorher eingesammelt haben. Sodass man sozusagen mit seinem eigenen Gesicht, dem eigenen medialen Begräbnis erster Klasse beiwohnen kann. Mit anderen, wie gesagt, wagen die das nicht. Und damit sie es bei uns nicht tun dürfen, haben wir extra Regeln für Kartellmedien auf unsere Website gestellt. Ich kenne mich ja aufgrund meiner Laufbahn ein wenig aus, wie diese Dinge funktionieren. Und wenn nun also der Chefredakteur bereit ist, diese Regeln zu unterschreiben, sind wir auch bereit, ein Interview zu geben. Und siehe da, keiner dieser Chefredakteure unterschreibt genau die Regeln, an die er sich mit den großen Parteien und mit den korrupten Politikern sofort und unwidersprochen hält. So sieht's aus. Jetzt geht's los. Jetzt streamen wir auf 4 Kanälen. Jetzt werden wir zusehen, wie so ganz langsam die Zuschauerzahlen hochkriechen. Das ist die deutsche Mitte in Wolfsburg. Hier steht Volkswagen. Und was hören wir da? Es gibt tatsächlich deutsche Medien, die sagen, Volkswagen ist noch nicht hart genug gestraft in den USA, in Europa brauchen wir auch noch Strafen. Nun ja, wer dreckige Autos baut und die Regeln verletzt, gehört bestraft. Richtig, sind wir auch dafür bei der deutschen Mitte. Aber wir sind nicht dafür, wenn ein einziges Unternehmen ausgeguckt wird und das wird dann am härtesten von allen weltweit bestraft. So geht es gerade Volkswagen. Da sind wir dagegen. Und wir würden uns wünschen, wenn viele Niedersachsen und viele Deutsche sagen, okay, wir sind für saubere Autos, wir sind für klare Strafen, aber wir sind vor allen Dingen für Transparenz, für Durchsichtigkeit. Wer wird genau warum wie hoch bestraft? Denn dreckige Motoren abgeliefert und die Regeln gebrochen haben alle, nicht nur Volkswagen. Darum geht's hier, das haben nicht alle großen Medien hier verstanden. Und das Echo ist eigentlich ganz schön schwach. Und was die Bundesregierung da macht, da frage ich mich, ob das wohl zielführend ist. Denn bisher haben sie ja eine Bestrafung in Höhe von 25 Milliarden Euro allein in den USA gegen Volkswagen nicht stoppen können. Insider sagen, das ist eigentlich ein Handels- oder ein Wirtschaftskrieg, der sich da anbahnt. Und davon sind wir keine Freunde. Denn wir wissen ja, wie das ist bei solchen Kriegen. Ob in der Wirtschaft oder militärisch, Menschen verlieren dabei und in diesem Fall Volkswagen in Niedersachsen. Brauchen wir nicht. Was gibt's noch? Was ist noch faul in Niedersachsen? Was könnte denn noch besser werden? Fangen wir doch einfach mit dem größten Dreck an. Schauen wir auf die Asse. Was ist da? Da sind unterirdisch gelagert 126.000 Fässer mit radioaktivem Müll, zumeist flüssig. Wer hat das Ding verschuldet? Ja, die kennen Sie, die Dame, glaube ich. Dr. Angela Merkel. Da war sie noch das Mädchen.
vom Helmut Kohl, die Umweltministerin. Jetzt überlegen Sie doch mal, wenn Sie jetzt Umweltministerin werden und machen da einen kleinen Fehler oder einen größeren und dann passiert sowas wie die Asse und dann werden Sie hinterher sogar Kanzlerin. Was machen Sie? Natürlich, Sie reparieren Ihren eigenen Dreck und schaffen den weg, klar. Aber was hat Frau Merkel gemacht? Sie hat vertuscht, geleugnet, nicht repariert und zugesehen, wie eine Kostenlawine auf Niedersachsen und die Bundesregierung hochkommt, heute in Höhe von 4 Milliarden Euro, um den Dreck wegzuräumen. Wissen Sie, was da passiert in der Asse? Jeden Tag laufen 12.000 Liter Wasser rein, 12 Kubikmeter. Und wenn nur ein kleines Loch da drin ist, dann kommt dieser radioaktive Müll ins Grund und ins Trinkwasser. Und dann können Sie die Region Asse räumen von Mensch und Tier. Und was nicht weg kann, wird vergiftet, leidet und stirbt womöglich. Das sind die Konsequenzen, wenn man die Asse nicht aufräumt. Eine CDU-Ministerin und Kanzlerin hat es eingetütet und verwaltet und die SPD hat mitgemacht, weil sie immer mitmacht. Irgendwer macht ja immer mit, wenn es um Korruption geht in Deutschland. Ob das jetzt die CDU ist oder die SPD ist, ob es die Grünen sind, Gott sei es geklagt, zunehmend auch Linke. Es ist unangenehm bei uns, richtig unangenehm. Und leider hört das da nicht auf. Wir haben ja auch noch Fracking an Wümme und Aller. Da haben in dieser Region bereits die Krebserkrankungen zugenommen, weil gierige Konzerne meinen, man müsse gebundenes Öl und Gas durch Hineinpumpen von Wasser, Chemikalien und Sand herauspressen. So geht das nicht. So geht Wirtschaft nicht. So geht Naturschutz nicht. Wir sollen doch als Menschen die Umwelt pflegen, da wo wir auftreten, und Spuren der Heilung organisieren und hinterlassen, dann verhalten wir uns anständig oder auch ethisch. Das ist das Motto der deutschen Mitte. Ethik in die Politik. Wir wollen aufhören mit den Wegen, die unseren Globus immer kaputter, die Reichen wahnsinnig reich machen und immer reicher, die Armen unendlich arm und immer ärmer. Dieser Graben, diese Schlucht, die wächst jedes Jahr. Die Superreichen dieser Welt legen im Vermögen jedes Jahr 30% zu. Jedes Jahr. Mir sind Finanzgeschäfte bekannt, damit kann man im Monat 65% zulegen. Das funktioniert aber nur ab 100 Millionen Einsatz. Können Sie das glauben? So ist das. Das sind die Verdienstmöglichkeiten, die die Finanzmafia den Superreichen gewährt. So sieht's aus. Was wir nicht haben, ist ein vernünftiges, umweltfreundliches, gesundes, ruhiges Auskommen für alle. Das brauchen wir. Und wir wollen es den Superverdienern bei den Bankstern abziehen. Nur ein kleiner Hinweis. 65 Milliarden Euro zahlt Deutschland jedes Jahr Zinsen auf die Staatsschulden. Zinsen, ein Punkt. Wie sind denn die Staatsschulden überhaupt entstanden? Dadurch, dass eine kleine berechtigte Gruppe von Privatbanken das Geld erfunden hat. Sie haben es einfach in die Bücher reingeschrieben und allerdings, muss man gerechterweise sagen, 5% bei der Nationalbank, bei der Bundesbank hinterlegt. So ist unser System. 95% erfunden, 5% hinterlegt. Wissen Sie, was das für ein Gewinn ist? Das 20-fache, 2000% bei jedem ausgereichten Kredit sowieso. Und dann kommen die Zinsen noch oben drauf. Mit anderen Worten, unser Finanz- und Geldsystem funktioniert so, dass auf erfundenes Geld auch noch Zinsen gezahlt werden. Und Sie wissen ja wahrscheinlich, wie das ist. Wenn Sie irgendwann mal in Rückstand geraten, Ihren Dispo überziehen und so weiter, dann tut die Bank so, als hätten Sie Ihre nette Oma in der Nachbarschaft beklaut
und in deren Sparstrumpf gegriffen. So sieht das System aus. In Wahrheit haben sie nur den ungeheuerlichen Gewinn der Banken ein wenig geschmälert. Das sind die Tatsachen. Und deswegen fangen die erst noch an zu prozessieren und fragen die Banken, ja, ja, es ist schon wahr, ich bin meine Rückzahlung des Kredits schuldig geblieben, aber wo ist Ihr Schaden, liebe Bank? Da haben Sie ein Problem, das nachzuweisen, nicht wahr? Aber in diesem Rechtssystem geht ja alles. So sieht es in Tatsache aus. Dieser Staat wird korrupt regiert, wenn einzelne Gruppen Geld erfinden dürfen und darauf Zinsen nehmen, dann hat das mit Korruption zu tun. Das Wort System ist dafür eine Beschönigung. Unzulässig deshalb. Wir von der deutschen Mitte sagen, wir wollen ethische Politik. Wenn ich Flyer verteile, dann sage ich gern den Menschen, weil Ethik so ein komisches, unhandliches Fremdwort ist, ausnahmsweise geht Politik auch mal anständig. Das ist unser Motto. Und in Niedersachsen, worum geht es da? Außer Asse und Fracking. Zum Beispiel auch darum, dass Niedersachsen ja ein Flächenstaat ist. Und was ist da passiert in den letzten Jahren? Busse und Bahnen als Verkehrsverbindungen für die Menschen auf dem platten Land gestrichen. Manchmal sogar zu null. Schwache Internetanbindung. Wie kann sich Wirtschaft entwickeln ohne Internet? Wenn die deutsche Mitte zu sagen hat, wenn wir Verantwortung tragen, werden wir die Bus- und Bahnverbindungen wieder stärken, das Internet gut ausbauen, sodass man auch ein Geschäft darauf begründen kann, auch auf dem flachen Land. Wir bringen Menschen zueinander, nicht nur politisch, indem wir Frieden machen, sondern in Niedersachsen auch, indem die Verbindungen wieder stimmen und man nicht unbedingt ein Auto haben muss, um Nachbarn, Freunde und Verwandten zu besuchen. Und wir schauen darauf, dass ja Niedersachsen auch ein Agrarland ist. Und was sagen wir? Wir müssen schauen, wie es bei uns den Bienen geht. Genverändertes Saatgut tötet Bienen. Wir müssen von den Bienen lernen, wie sauber wir sind. Denn die Bienenvölker teilen das sehr gut mit durch Krankheiten und dadurch, dass sie wegsterben in großen Zahlen, dass unsere Landwirtschaft leider immer giftiger wird. Und das wollen wir stoppen. Die deutsche Mitte sagt dazu, wir wollen auf freiwilliger Basis, aber mit großzügiger staatlicher Hilfe, alle Landwirtschaftsbetriebe auf Bio umstellen. Und die, die schon biologisch arbeiten, wollen wir auf den Demeter-Standard heben. Das ist biologisch dynamisch. Und das ist der Punkt, wo wir hin müssen. Dann endlich, dann arbeiten wir auch in der Landwirtschaft naturfreundlich. Und darum geht es. Wir unterscheiden nicht wie andere zwischen Mensch und Umwelt, weil nur in unserem komischen menschlichen Kopf die Welt zentriert ist auf Menschen. In Wahrheit gibt es eine und unteilbare Natur. Und hoffentlich werden wir Menschen endlich ein naturfreundliches Wesen in einer natürlichen Welt und strengen uns an, dass da, wo wir sind, wir heilend wirken. Das würden wir jedenfalls dem Agrarland Niedersachsen wünschen. Und wenn wir auf die Wirtschaft schauen, dann schauen wir, wer wird am meisten geplündert? Das ist der Mittelstand bei uns. Der hat wenig zu lachen. Der zahlt die ganzen Steuern. Was zahlt denn Siemens? Siemens zahlt in Deutschland weniger als die Einnahmen der Hundesteuer. Da kann man nur sagen, dass die Steuergerechtigkeit buchstäblich auf den Hund gekommen ist. Solche Dinge brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen einen fairen Beitrag aller Bürger für den Staat. Wenn wir aber Zinsen abschaffen in 4 Jahren, wie wir es gesagt haben und wie wir es bewiesen haben, dass es geht, und wenn wir das Sonderrecht von korrupten Privatbankern abschaffen, dass sie einfach Geld erfinden und geben dieses Recht wieder zurück, wo es hingehört, nämlich an das Volk. Und tatsächlich unabhängige Banker von der Nationalbank, der Bundesbank, die wieder unabhängig wird von der Regierung, nicht wie heute, wo alles in Korruption versoffen ist. Dann wird es so werden, dass wir immer weniger Steuern brauchen, weil das Geld
geschafft werden kann durch die Bundesbank für die nationalen Projekte. Und was passiert da? Das konnte man schon nachlesen am Wirken des amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln in den USA im vorletzten Jahrhundert, in den 60er Jahren. Das Volk wird wohlhabend, drohte die britische Presse, die dieses System nicht schätzte. Warum? Weil es Baxter entmachtet und dem Volk Wohlstand und Kraft gibt. Und dafür soll Politik doch eigentlich da sein, hatten wir gedacht von der deutschen Mitte. Wir müssen Schluss machen mit einem System, das eine Krise nach der anderen produziert. Eingebaut. Ein Zinssystem muss irgendwann nach mehr oder weniger Jahren ganz logischerweise in einem Finanzcrash enden, weil einfach immer mehr Geld geschöpft wird und dann verzinst und es wächst, bis die Blase platzt. Jetzt ist es so weit, dass die Blase vor Jahren schon hätte platzen müssen. Jetzt kommen die Notmaßnahmen. Unterdrückung, Spionage, Beeinträchtigung der Demokratie und ja, Abschaffung des Bargelds. Schleichend. Schon werden Gebühren erhoben, wenn Sie irgendwo Bargeld liegen haben auf der Bank. Das sind die Anfänge. Wer da nicht aufwacht, der wird nachher in die Röhre gucken. Den Regierenden ist das völlig egal. Die behaupten durch verlogene Medien, bei ihnen läge die Seriosität, die Sicherheit und dass alles gut weitergeht. Und so lautet dann auch der Wahlspruch der CDU für ein Deutschland, in dem wir alle gerne leben. Wer sind denn wir? Baxter, Frau Merkel, Sie auch? Gerne. Aber längst nicht alle. Und deswegen streichen wir das mal mit dem Wir und sagen, in dem alle gerne leben. So sieht es tatsächlich aus. Ach ja, wo wir gerade dabei sind, die Regierung zu kritisieren. Was für eine Sauerei ist das, woanders Krieg anzuzetteln, die Flüchtlinge hierher zu leiten und dabei 60.000 Terroristen einzuschleusen. Das ist kriminell. Das ist das, was die Polizei uns sagt. 60.000 ausgebildete Häuserkämpfer, Terroristen, Kopfabjäger hier in Deutschland. Sehr viele mit syrischem Pass. Der scheidende BKA-Präsident Dr. Zierke hat gewarnt, dass der Terrorismus steigen wird bei der jetzigen Politik. Das waren sozusagen die Schlussworte seiner Karriere im Bundeskriminalamt. Und jetzt ist die Zeit da. In Kürze werden wir uns umschauen, wenn die Terroranschläge sich häufen. Das sind die Tatsachen geschaffen von Berliner Hochverratspolitikern. Wir von der Deutschen Mitte sagen, ehrliche Politik, anständige Politik, Politik für Menschen. Regieren heißt dienen, nicht herrschen. Dienen zum Beispiel im Bildungssystem. Viel zu große Schulklassen, viel zu wenig und schlecht ausgebildete Lehrer. Von Pädagogik wenig Ahnung. Wir, so sagen zwei berühmte Wissenschaftler in Deutschland, die hervorragend sind, Professor Hüter und Professor Manfred Spitzer, wir haben 95% genial begabte Kinder, wenn die Kinder zur Schule kommen. Und wenn sie die Schule verlassen, sind noch ganze 5% von ihnen genial begabt und haben sich retten können. Das heißt, unser Bildungssystem fährt Kinder platt, wälzt ihre Seelen platt. Wir wollen mit Neugier arbeiten, wir wollen mit Arbeitsgruppen arbeiten. Wir wollen entspannte Lehrer in so großer Zahl, dass Kinder wirklich betreut werden in der Schule und nicht nur abgefüllt. Meine älteste Tochter im Alter von knapp 13 Jahren hat einen 8-stündigen Schultag. Das ist eine, wie soll man sagen, Bandarbeiterschicht. So geht das natürlich nicht. Das ist viel zu viel. Unsinn ist das auch. Wenn die Kinder mit ihrer Neugier arbeiten und aus Spaß und Freude, organisiert in kleinen Gruppen von Lehrern, die Lust haben und entspannt zur Arbeit kommen, dann schaffen die den gleichen Stoff in der Hälfte bis einem Drittel der Zeit und nehmen etwas mit fürs ganze Leben. Wenn wir sie aber gleich bedrücken und mit solchen irren Arbeitspensen im, ich will mal sagen, Flaschenabfüllverfahren pressen,
dann müssen wir uns nicht wundern, wenn nichts Gutes dabei herauskommt. Gesundheitssystem macht krank hier in Deutschland. Warum? Es ist in der Hand der korrupten Pharma-Mafia. Wir wollen Wahlfreiheit für alle Patienten. Nehme ich ein Naturheilverfahren oder nehme ich eine Pille der Pharmachemie? Freie Wahl dafür und Förderung für alle. Wir wollen ein kostenloses Gesundheitssystem mit einer kostenlosen Grundversorgung für alle. Denn die Kosten, die laufen ja weg, weil die Pharma-Mafia so viel dran verdienen möchte. Profitgier und Vergiftung der Menschen hat nichts zu suchen in einem Gesundheitssystem, das seinen Namen verdient. Armut ist ein Thema in Deutschland. Die Hälfte, die ärmere Hälfte der Bevölkerung hat so wenig, dass ein Gerichtsvollzieher, wenn er nachguckt, nichts findet. Und 1% hat so viel wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung zusammen. Auch das muss aufhören. Grundeinkommen für alle, 1.200 Euro. Jung und alt, Familien, besondere Förderung, 50% mehr Kindergeld, pfändungssicher, steuerfrei. Das ist wichtig. Anrechnungsfrei, denn wer Hartz IV empfängt, der kriegt das angerechnet. Schluss ist dann mit Kindergeld. So züchten wir Kinderarmut in Deutschland. Das sind die Tatsachen und die sind traurig. Und das müsste gar nicht sein, denn unsere Wirtschaft ist so effizient, so stark, dass wir mit deutlich weniger Arbeit und gleichem Verdienst leben könnten. Da müssen wir nicht für unbezahlte Überstunden unsere Ehen, Partnerschaften und Familien ruinieren. Nicht nötig. Aber wenn wir natürlich korrupt regiert sind und solange wir korrupt regiert sind, wird sich für die Menschen nichts wirklich ändern. Wir, die deutsche Mitte, treten an, um es zu ändern. Und Sie haben diesmal eine Wahl in Niedersachsen am 15. Oktober. Sie wissen doch, wenn Sie etwas ändern wollen, müssen Sie Ihr Wahlverhalten ändern. Die Zweitstimmen, Platz 7, da steht die deutsche Mitte. Erststimmen haben wir keine, dafür waren wir zu klein. Das wächst zu langsam. Bei dieser Wahl haben wir es nicht geschafft, beim nächsten Mal werden wir es haben. Also Sie finden uns auf Platz 7 der Zweitstimmenliste. Da sind wir, da können Sie ein Kreuz machen dafür, dass Wahlversprechen gehalten werden. Wir sind die einzige Partei in Deutschland, deren Parteiprogramm das Wahlprogramm ist. Und das Wahlprogramm ist bei uns gleich das Regierungsprogramm. Da wird nicht ein Jota abgewichen. Diese Sicherheit haben Sie und das steht bei uns nicht nur im Programm, sondern auch in der Satzung. Unmissverständlich festgeschrieben. Und die steht: Mitglied Nummer 200 kann sich sicher sein, dass dieses Programm auch noch da ist für die Menschen beim 200.000. Mitglied. Das ist wichtig, weil alle es anders machen. Wie sieht das denn aus? Die CDU ist weder christlich noch demokratisch, die SPD weder sozial noch demokratisch. Die Grünen sind schon lange nicht mehr grün, kommen aus der Friedensbewegung, sind zur Kriegspartei geworden. Mit dem Balkankrieg, ein Kriegsverbrechen der Europäer mitten in Europa. Das sind die Tatsachen. Das ist traurig. Und die AfD ist weder alternativ, noch ist sie für Deutschland. Weil ganz oben jemand sitzt von Goldman Sachs, der seine Karriere bei einer amerikanischen Verbrechergroßbank absolviert hat, kann keine neue Politik, keine Alternative für Deutschland bringen können. Das ist eine Definition. So funktioniert das leider. Das ist Wahlbetrug, das ist Mitgliederbetrug. Da haben sich nette Menschen etwas Gutes gewünscht, aber die Parteiführung ist sich sicher, dass sie etwas anderes tun wird. Das ist die Lage und Sie können sie ändern am 15. Oktober. Deutsche Mitte, vielen Dank, alles Gute, wo immer Sie sind.